So, und willkommen zurück zu einer weiteren Figuren-Review meinerseits. Und zwar eine weitere Elite-Serie Build a Figure Jim Ross Toys R Us exklusiv. Heute Curtis Axel. Hier die Verpackung. Hier die Sache auf der Rückseite. Heute etwas komisches Licht. Moment. Hier nicht viel Informatives auf der Packung, darum würde ich mal sagen, holen wir den Kerl mal aus seiner Verpackung. So, und hier haben wir Curtis Axel außerhalb der Verpackung, wie ihr ja alle wisst, der Sohn von Mr. Perfect. Ich finde aber sein Gimmick etwas, ja, sagen wir mal so, misserfolgreich. So, und hier haben wir schon mal den Elite Intercontinental Championship Belt, der hier mit der Figur kam, in weiß, finde ich toll, klasse. Und hier haben wir Curtis Axel selbst. Ja, zur Figur selber gibt es nicht viel zu sagen, ein Facecan, der halbwegs hinkommt, wenn man das mal so sagen darf. So halbwegs zumindest. Die Hose hier mal silberblau. Auf der Rückseite, wie auf jeder Figur, das Axel. Also so viel Ballatter fällt mir schon weg. So viele Varianten gibt es hier nicht von Curtis Axel. Kam mit dem Torso für Jim Ross und der Jacke, die hier drüber gestülpt ist. Der Torso, weil man es dann danach nicht mehr sieht, wenn die Figur gebaut ist, mit dem Bauchgelenk, also Elite. So. So, und dann möchte ich mich aber auch schon wieder bedanken für heute, fürs Zusehen, und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben oder ein Abo da lasst. Also bis zum nächsten Mal.